Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer weiteren Indie-Ecke. Heute spielen wir Letter Quest Grimm's Journey, ein Spiel, welches es schon, ihr seht es hier oben, schon für iOS gibt und auch für Android. Und die Entwickler wollen das Spiel jetzt auch für den PC herausbringen. Erbitten deshalb eure Unterstützung bei Steam Greenlight, das heißt nach Steam Greenlight gehen und für das Spiel bitte einen Daumen nach oben geben. Was ist Letter Quest Grimm's Journey? Ja, wie kann man es am besten bezeichnen? Ein Rollenspiel oder eine Rollenspiel-Scrabble-Mischung. Irgendwie so in der Art. Ich würde sagen, am besten gehen wir in das Spiel rein und schauen es uns an. Denn dann wird es doch um einiges klarer, worum es hier geht. Welcome to Letter Quest. Hallo, herzlich willkommen zu Buchstaben-Quest. Einfach mal auf die Stage klicken. Das machen wir jetzt auch. Das ist übrigens der Grimm hier. Den spielen wir. Der läuft mit seiner Sense durch die Gegend. Erinnert so ein bisschen an Gevatter Tod. Aber irgendwie ist der viel süßer und viel lustiger. Click play when you're ready to play the selected stage. Ja, das ist die erste Stage. Viel Auswahl haben wir im Moment noch nicht. Deswegen klicken wir hier auf Play. Und dann schauen wir uns mal, wie das Spiel losgeht. Spell words using the letter tiles. Letters don't have to be beside each other, so use any letters you want. Also, wir müssen Buchstaben bilden, beziehungsweise Wörter bilden aus den Buchstaben, die wir hier liegen haben. Das ist natürlich jetzt komplett auf Englisch, aber das kriegt man hin mit seinem Schulenglisch. Und je besser, je länger das Wort ist, desto mehr Schaden werden wir hier diesem bösen Monster zufügen. Dieses böse Monster ist Lil Boo. Tries to be scary, but she's too cute for that. Ja, ist auch süß. Eigentlich möchte ich ja nichts gar tun, aber ich muss ja. Was können wir denn hier mal... Ja, wenn man ein gültiges Wort hingelegt hat, dann wird es blau umrandet. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich kann noch minor schreiben. So. Das hat 34 Schaden gemacht. Sie machen Gegenangriff mit 10 Schaden. Weiter geht's. Und so lange müssen wir Wörter bilden, bis der Gegner halt tot ist. Was können wir denn jetzt mal bilden? Stiff. Und das reicht. Dann sammeln wir uns hier schön die Gems ein. Die Gems, ja, die sind schön und funkeln. Die nehmen wir natürlich mit. Und um den letzten Haufen hier zu schlagen, müssen wir dann auch nochmal ein Wort bilden. Boah, das reicht. Ich glaube, je länger man das letzte Wort bildet, um den Haufen Gems zu zerschlagen, desto mehr Gems kriegt man aus dem Haufen raus. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich denke aber schon. Das ist die Demo-Version übrigens, die Web-Demo-Version. Ich werde das alles wieder verlinken in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann hingehen und das Spiel selbst online spielen. Kostenfrei online spielen. Wenn es fertig ist, dann wird es wahrscheinlich ein paar Euro kosten. Aber mein Gott, es ist wirklich wert. Es macht Spaß. So, wir gehen zurück auf die Map. Dann erzählt er uns von den Quests, die wir machen. Ja, welcome to the Letter Quest Demo. We hope you enjoy the game. Genau, jetzt schreiben wir es nochmal hier hin. BaconBanditGames.com. Und da schauen wir uns mal die Quests an. Denn, und da bin ich mir auch noch nicht so sicher, für Quests, die man erfolgreich bestritten hat, bekommt man dann noch zusätzliche Gems. So, und wenn man eine Quest überspringen möchte, weil es zu schwer ist, dann kann man da 500 Gems für ausgeben, um die Quests zu überspringen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, da muss ich mich nochmal schlau machen, ob man für echt Geld diese Gems kaufen kann. Das wäre dann natürlich nicht so lustig. Gut, spielen wir weiter. Wie gesagt, Quests gibt's. Was hätten wir jetzt zum Beispiel? Use 20 Letters, Spell 5 Words, Defeat 2 Monsters. Davon haben wir gerade schon eins umgebracht. Also die Quest werden wir bald erfüllt haben. Dafür bekommen wir dann in Form von Gems wieder eine Belohnung. Weiter geht's. Gehen wir in die zweite Stage. Das ist mehr oder weniger, diese Demo gilt mehr oder weniger als Tutorial. Each letter's rarity icon shows the damage it adds to a word. Also, ist dort Bronze hinterlegt, macht es geringen Schaden, Silber macht mittleren Schaden und Buchstaben mit Gold machen hohen Schaden. Kann ich schon wieder mine legen? Na gut, mine ist mal mine, nicht miner, sondern mine. Was haben wir jetzt? Da muss man schon ein bisschen überlegen. Act. Use 20 Letters, yay, Quest erfüllt. Live. Ah ja, und da haben wir das zweite Monster auch erledigt. Thanks for finding me. I sell upgrades, come visit me sometime. Ja, das ist natürlich der Shophändler. Der darf in keinem Rollenspiel fehlen. Yes, alle drei Quests erledigt von 70. Bekommen wir jetzt neue Quests für. Swap all letters once, ja, das ist einfach. Take 200 Damage, das werden wir sicherlich auch noch hinbekommen. Earn 50 Gems for defeating monsters. Ah ja, gut. Genau, haben wir das auch erreicht. Gehen wir mal in den Store, schauen uns den an. Der verkauft im Moment nur höhere Lebensenergie für uns. Das habt ihr vielleicht gesehen, wir haben im Moment 200 Lebensenergie. Und wenn wir jetzt dieses Upgrade kaufen,
bekommen wir, steht jetzt gar nicht, wie viel Lebensenergie dazu. Kaufen wir es einfach mal, werden wir dann ja in der nächsten Aufgabe sehen. Und mit jedes Herz, was wir kaufen, wird es dann natürlich auch teurer. Das ist klar. Gut, gehen wir weiter. Na, 235 haben wir jetzt. Ist das denn für ein böses Monster? Na, wenn man erst also das Monster wissen will, einfach anklicken, das haben wir gerade schon gemacht. Little Orphan Granny spends her time knitting and baking delicious cookies. Na schön, dann soll sie mich doch nicht angreifen, soll sie auch lieber backen gehen. So, was haben wir hier? Dorn? Dorr? Was ist denn ein Dorr? Ja, machen wir einfach mal. It's cracked! Genau. Wenn sie zurück angreift, dann kann es manchmal passieren, dass einige Buchstaben gecrackt sind. Die kann man dann zwar immer noch benutzen, die richten dann aber keinen Schaden mehr an. So. Nur ein bisschen überlegen. Seht ihr ein gutes Wort? Naja, das hat nicht sonderlich viel Schaden gemacht. Ich swap mal alle Buchstaben. Dann bekommen wir neue Buchstaben und erfüllen damit unsere Quest. Genau, Swap All Letters haben wir erfüllt. Haben natürlich jetzt Schaden genommen, weil sie angreifen durfte. Dum, 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 dum. Nuts. Oh, das reicht nicht. Hat immer noch ein bisschen Lebensenergie. So, das war's. Was haben wir denn jetzt? See anything you like? Ah ja, und nochmal der Händler. Bietet uns jetzt, was bietet er uns hier an? Ein Schildtrank. Ein Trank, der unseren Angriff erhöht. Stealth Health. Heals you for 50% of the damage you inflict for one turn. Kaufen wir das einfach mal ein bisschen. Kann ja nie schaden, wenn man das hat. Was ist das? Bacon? Bacon! Restore 10% Health. Machen wir das nochmal. Können wir leider nicht kaufen. Schade. Können wir hiervon noch was kaufen? Auch nicht. Können wir immer nur eins kaufen? Achso, ich habe keinen Kohle mehr. Ja, ist natürlich nicht so schön. So, das nächste Monster, was sich vorstellt. Das sind immer noch die gleichen Buchstaben wie gerade, oder? Natürlich, warum soll es dort neue Buchstaben geben? Das hat schon mal 30 Schaden angerichtet, nicht schlecht. Also auf Deutsch könnte ich jetzt einige Wörter hier legen. Ape? Gilt nicht. Okay. Mate. Perfekt. So, komm, ein Wort noch, das kriegen wir wohl hin. Line. Gut. Ja, wieder ein paar schöne Gems auf Lager. New Shop Items. Sehr schön, dann schauen wir uns hier doch direkt mal an. Während wir die nächste Quest erledigt haben. Was ist hier nächste Quest? Defeat 5 Monsters. Ja, das kriegen wir auch hin. Ja, man kann auch direkt auf die Sterne hier klicken. Da muss man nicht zurück auf die Map gehen. Können wir mal eben zeigen. So sieht jetzt die Map aus. Insgesamt gibt es hier in dieser Demo-Version 7 Stages. Die werden wir mal eben durchspielen. Ah, eine neue Sense können wir uns kaufen. Damit richten wir dann mehr Schaden an. Können wir uns sogar leisten. Jetzt hätten wir hier noch Rüstung. Klar, kaufen wir erstmal die Sense. Perfekt. Springen wir mal hier rein. Stage 4. Mal sehen, was hier auf uns wartet. If you're curious about anything, just click the help button and I'll help you out. Ja, natürlich. Kann man sich die Hilfe online anzeigen lassen. Rose. Was ist das überhaupt für ein Monster? Das muss ich mir erstmal angucken. Mr. Ghost. Not surely he is actually a he, but he prefers to be called Mr. So we are here. So. Pine. Ah, das hat natürlich schon mehr Energie, das Monster. Nein. Matt. Das reicht nicht. Viral. 39 Schaden. Das war natürlich schon besser. Oh, was haben wir hier? Eine Truhe. Ah, Wörter raten. Okay. Geil, wie er da steht, oder? Was für Buchstaben können jetzt kommen? Ich probiere es mal mit dem E. Ein bisschen was vom Glücksrad jetzt. S. T. Nicht. A. Auch nicht. Auch nicht. Pop. Pops. Star? Nee. Kann ja nicht sein. Pops. N nicht. U. Oh oh. Pops. Oh nein, ich weiß es nicht. Popsil.
Popsi... So, ein Buchstabe, ich komme nicht drauf. Popsible. Ich glaube, das war nichts. Also, wenn ihr wisst, was das für ein Wort war, haut's mir in die Kommentare. Pig. Du siehst auch ein bisschen aus wie ein Pig. Da haut's mich direkt zurück. Ja, ich weiß, das war frech von mir. Wo sind eigentlich meine Tränke hin? Sind die verschwunden, die wir im letzten Stage gekauft haben? Das finde ich jetzt nicht so schön. Bad. Hätte ich bestimmt auch Batman schreiben können, oder? Fuse. Ja, reicht. Hi. Reicht nicht. Rim. Gut. Perfekt. Wir haben 50 Gems from defeating monsters. Richtig. Christ-Tiles unlocked. Okay, Christ-Tiles. Letter-Tiles now have a chance of becoming Christ-Tiles. Also, die Buchstaben können jetzt zu Kristallen werden. Mal sehen, was das für eine Auswirkung hat. Das werden wir sicherlich in der nächsten Stage erwarten, beziehungsweise kennenlernen. Use two Crack-Tiles als neue Quest. Ja, gut. Schauen wir mal. Star-Earned. Jetzt kann man natürlich noch weitergehen in diesen Stages. Das können wir uns vielleicht nochmal anzucken. Oder gucken wir uns mal die allererste Stage an. Die haben wir ja... Ja, genau, after beating a stage können wir weiterspielen, richtig. Hier das Monster besiegt und sind dann direkt zu diesen Haufen Gems gekommen. Das kann man jetzt auf Zeit machen. Das wäre der nächste Stern. Und hier wäre der Stern, wo man zum Beispiel Use two words or less benutzt, um halt die Stage zu gewinnen. Und die letzte Stage wäre dann halt nochmal, glaube ich, gegen ein dreifach oder vierfach so starkes Monster. Sollte man wahrscheinlich durchspielen. Jetzt habe ich die Stage wirklich ausgewählt, oder? Sollte man wahrscheinlich durchspielen, um an genug Gems zu kommen, um sich weiter aufzuleveln. Jetzt wollte ich das gar nicht spielen, aber jetzt muss ich wohl. Zu viel E's. Crystal-Tile. It does extra damage. Okay. Muss es ja nur benutzen. Hat es jetzt wirklich extra Damage gemacht? Ich weiß es nicht. Probieren wir das mal hier aus. Englische Wörter mit J oder X. Ja, ja. Natürlich super. Gut. So sehen dann auf jeden Fall die zusätzlichen Stages aus, wo man sich dann einiges verdienen kann. Um genau zu sein, eine goldene Nase. Gehen wir weiter in die fünfte Stage. Dort waren wir gerade stehen geblieben. Zocken wir die auch noch eben. Jetzt haben wir hier zwei Monster. Wer ist er denn? Little Slugger. Don't let his cute visage fool you. He's a mean one. Und er ist, was? Huggy McSluggy. His real name is Pluggy McPluggington III. But only his closest friends call him that. Ja, selbstverständlich. Wein. Okay. Rent. Take 200 damage. Alles klar. Viral. Das reicht nicht. Schade. Dope. Das sollte jetzt aber reichen. Richtig. Ah, Bücherwurm. Ja, stimmt. Bücher gab es ja auch noch. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt zu. Oh, oh. Oh, und verseuchte Buchstaben. Da müssen wir uns jetzt beeilen, bevor alle Buchstaben verseucht sind. Das geht natürlich nicht. Fix dürfte aber gehen, oder? Ja. Oh, toll. Newt. Ah, jetzt sind die Buchstaben wieder normal. Okay. Helper. Falsch. Helper. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Casual-Spiel gefällt mir das richtig gut. Ja. Das ist mal eine neue Idee, das ist toll. Huge. Muss mal aufpassen, wir haben nur 45 Lebensenergie. Gut. Defeat 5 Monsters. Was erzählt er uns? I was worried no one would find me. I sell powerful books. Ja, dann zeig mal deine Bücher, die du hast. New Shop unlocked. Den Büchershop. Dann werden wir zwei Quests erledigt haben. Dafür natürlich neue Quests bekommen. Da haben wir einiges an Gems zusammen. Dann bin ich mal gespannt, ob wir da was kaufen können im Store. Den Bücherstore haben wir. Was kann dieses Buch? Duality. Words with double letters, zum Beispiel Battle oder Bubble, machen 20% mehr Schaden. Und jedes Mal, wenn wir den Buchstaben E benutzen bei dem Buch, bekommen wir 3 Health dazu. Das ist nicht schlecht. Und für jedes Monster, das wir besiegen, kriegen wir 4% mehr Gems. Ich würde sagen, gehen wir mal auf das Buch. Denn das Wort, beziehungsweise den Buchstaben E, den benutzen wir doch relativ häufig.
Genau. Und die Bücher können wir mit der Zeit auch upgraden. Neue Heroes wird man sich auch auswählen können. Hier gibt es zum Beispiel die Rose. Ist leider in der Demo noch nicht erhältlich. Aber mit der könnte man auch spielen. Die sieht ja ganz süß aus. Neue Waffen wird es dann natürlich auch geben, die wahrscheinlich auch höheren Schaden anrichten werden, aber auch die gibt es in der Demo noch nicht. Und neue Teils, das dann wahrscheinlich nur fürs Äußere. Können wir uns dieses Teil mal anzeigen lassen, ist auch nicht drin in der Demo. Dann würden die Buchstaben so aussehen. Sieht ja auch ganz nett aus. Gut, kann ich noch ein Upgrade kaufen? 653. Ja, kann ich unsere Rüstung mal ein bisschen upgraden. Schön. Gut, gehen wir in die nächste Stage. Ist das jetzt schon die letzte? Nein, ist noch nicht die letzte. Wer ist er hier? Hypno Hunter takes pleasure in causing confusion, enjoys peanut butter on toast and long walks on the beach. Ja. Toll, gut, das erfahren zu haben. So. Pet. Es gibt auch Gegner, die können nur Schaden nehmen, wenn wir Wörter legen mit 4 Buchstaben. Oder die nehmen keinen Schaden, wenn wir Wörter legen mit 3 Buchstaben oder weniger. Solche Gegner gibt es dort auch. Rice. Die lieber Wiser schreiben sollen, wenn das geht. Weiß ich nicht genau. Hätte ich ausprobieren müssen. Yoda. Das geht nicht, aber Jod. Jod. Okay. Machen wir das. Hauptsache, wir haben das Y weg. West. West? Ja, geht. Läuft. Brad. Kennen wir ja noch vom Amiga, habe ich ja vorgestellt. Brad. Das, blöde Blach. So. Huge. Jetzt haben wir auch, Energie dazu bekommen, weil wir das eh benutzt haben. Das geht nicht. Jetzt fehlt mir natürlich. Jetzt haben wir nur das O und das I. Das ist nicht so gut. Aber die Gegner sollten wir auch so besiegen können. Door. Okay. In a single game spell 5 forward letters. Words, natürlich, klar. Mine. Und das nochmal, wenn sich das ergibt. Wer ist denn die nette Hexe hier? Thanks for saving me. I can sell you delicious potions. Sehr, das ist sehr gut. New Shop unlocked. Potions. Also noch ein Potion Shop. Den gibt's auch noch hier in dem Spiel. Okay, Quest erledigt. Und unser Buch hat Erfahrung dazu gewonnen. You gain book experience points by defeating monsters. Collect enough and equip books will level up. Aha, die leveln also auch automatisch ab, wenn man nur genug Monster erledigt. Gut. Star earned. Dann würde ich sagen, guck mal kurz in den Shop rein, was es da für Potions gibt. Oh, was ist das denn? Die Health Potion. Kostet 400. Können wir uns sogar leisten. Oder eine Purified Potion. Use a Purified Potion to remove all bad tiles. Ah, okay. Damit kann man dann also das Board mit den Buchstaben aufräumen. Kaufen wir mal die Health Potion. Und starten dann in, glaube ich, den letzten Abschnitt rein. Ja, ist der Endboss hier. Dieses Dust Bunny. He never did forgive his parents for the terrible pun. Takes no damage from 3 letter words. Das ist, was ich sagte. Müssen wir also mindestens Wörter bilden mit 4 Buchstaben. 310 hat er. Das wird ein harter Kampf. Puh. Warum fange ich mit dem F an? Weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich, weil es mich hier dieses Silberne so gereizt hat. Cure. Cured. 37 Schaden nur. Und a Stone Tilt. I can't spell with that. Müssen wir also 3 Runden warten, bis sich dieses A wieder in einen normalen Buchstaben verwandelt. Ich kann es anklicken, beziehungsweise ich kann es nicht anklicken. Passiert nichts. Das können wir also im Moment nicht benutzen. Ein O hätte ich jetzt gebrauchen können. Hätte ich Slow geschrieben. Das ist jetzt natürlich das Problem, mindestens 4 Buchstaben hinzubekommen. Sinn. Sinn geht natürlich nicht. Sinn geht auch nicht, ist klar. Aber Wind geht. Ja, den Kampf sollten wir noch gewinnen, oder? Yours. Poison. If I use that in a word, it will hurt me. Better avoid it if possible. Aha, vergiftete Buchstaben, die sollte man nicht benutzen. Die fügen uns dann Schaden zu. Ist natürlich nicht so schön.
Fine. Ah, kann das auch nicht benutzen. Verdammt, hätte ich Fine beschrieben. Ich wechsle mal die Buchstaben. Vielleicht bekomme ich da eine gute Idee. Rice. Oh nein. Schon wieder so ein blöder Buchstabe. Mop. Mop. Ich nehm's. 89 Punkte haben wir nur noch. Wie viel Schaden macht er überhaupt? 33 pro Angriff. Gut, da muss ich aufpassen. Sword? Geht das? Ist kein Wort. Okay. Not. Ist auch kein Wort. Verdammt! Da fehlt mir jetzt ein L. Ich wechsle nochmal die Buchstaben. Jetzt hat er sich wieder geheilt. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, ich merke gerade, es ist gar nicht so einfach zu kommentieren und sich Buchstaben bzw. Wörter zu überlegen. Peel geht aber, oder? Ja, das geht. So, jetzt haut er mich. Muss ich aufpassen. So, jetzt fehlt mir natürlich wieder das V. Fire. Ich nehme mal unseren Heiltrank. 100 nur. Ich habe gedacht, er heilt uns komplett. Okay. Unsinn. Ja, es bringt nichts, diese halt Wörter mit drei Buchstaben zu denken. Das bringt mir gar nichts. Tame. Tame ist der Endboss gerade nicht unbedingt. Fehlt mir wieder das L. Bah. Aber ein C haben wir, welches zusätzlichen Schaden macht. Tone. Jetzt heilt er sich schon wieder. Gut, dafür konnte er mich wenigstens nicht angreifen. Wie viel Leben hat er jetzt noch? 89. Dann. Zoo. What was that point? Spell a wand that was zero damage. Ah, ja, ja, ja. Mensch. Drei Buchstaben nur. Wie blöd von mir. War eine gute Idee mit dem Z, dass wir das Z endlich wegbekommen. Aber ja, hey. War nicht so toll. Okay, jetzt wird das Video viel, viel länger, als ich eigentlich gedacht habe. Mache ich vielleicht in zwei Parts. Mal gucken. Dann kann ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen beim Überlegen. Aber neue Buchstaben. Boxen geht nicht? Schade. Was jetzt ein Bett mit Doppel-T ist, ist mir jetzt nicht so ganz klar, aber super. Für alle Zuschauer, die jetzt noch dran sind und sagen, Mann, der MS-Standard ist zu doof, ein paar Wörter zu legen, ist gar nicht so einfach. Glaubt's mir. Moment mal. Wein. Warum auch nicht? Ich könnte ein Bier vertragen. Tough enemy giving you trouble, try using a potion. Ah, jetzt hat er mir eine Potion umsonst geschenkt. Dankeschön. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir keine gekauft. Geht Smog? Smog geht. Ah, reicht immer noch nicht. Bone geht nicht, weil mir ein E fehlt. Doch, geht wohl. Nämlich zwar eigenen Schaden, aber das dürfte reichen für den Endgegner. Ja. Puh. Mensch, haben wir das geschafft. Wer ist er denn? Muss ich nochmal kämpfen? Thanks, I thought I'd be stuck here forever. I see your special items. Sehr schön. New Shop Unlocked, Special Items Shop. Sehr gut. Huh, und das war auch die Final Stage. Mann, hier von Letter Quest. Der Webdemo. Geht mal hin, spielt selber und vor allem geht nach Steam Greenlight und gebt den Spielen einen Daumen nach oben. Ich find's super.
Einfaches Spielprinzip, aber frisch aufbereitet mit netten, comichaften Grafiken und ein paar Wörterlegen ist halt mal ein bisschen was für die grauen Zellen. Das kann ja nie verkehrt sein. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, geht nach Steam Greenlight, gebt dem Spiel einen Daumen nach oben und vor allem probiert es selbst aus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.